So, das wird wohl eine Herbstrunde. Schönen Tag, moin moin, ja. Sonntag. Und wir wollen eine kleine Runde drehen. Also, ich weiß gar nicht, wer jetzt kommt. Wie immer. Doch, Lars kommt auf jeden Fall. Mario hat sich, glaube ich, angekündigt vorhin noch schnell. Und der Lukas. Und dann mal schauen, wer überraschenderweise vielleicht noch da ist. Also, wir schreiben... Oh, guck mal, wie leer die Straßen sind. Schreiben das ja in unsere Tourengruppe rein. Wir haben da eine Gruppe, dass wir mal fahren wollen. Und dann kommt das meistens auch zustande. Hm, bis Ronnenberg schaffe ich. Ich muss tanken. Gar kein Balken mehr. Null. ja, und jetzt wollen wir halt mal nach Ronnenberg fahren, zur Tankstelle. Ja, ich versuche heute mal die Headsets mit dem Lars zu koppeln. Und ja, mal schauen, wie sich das dann anhört. Womit wir wieder beim Thema wären? Nein. Ja, das letzte Video jetzt, wo ich dann das Tourenvideo, wo halt nicht so viel gequatscht wurde, weil der Ton noch nicht so gut war, hintergehängt habe. Das eigentliche Testvideo war dann auch so, dass ja, ruckzuck eine Fliege drauf war. Das hat sich aber schön verschmiert, dass man es gar nicht doll gesehen hat. Aber alles, was so ein bisschen mit Licht war, die Spiegel oder so, das wurde dann so ein bisschen verzerrt. Ja, das sind halt die Tücken eines, ja, Vloggers, wenn jetzt nach kurzer Zeit da irgendein Vieh drauf liegt und das wird nicht ständig kontrolliert, man hat ja nicht ständig einen Helm ab, ja, oder die Spiegel sind jetzt so tief hier, dass man gut nach hinten schauen kann, aber sich nicht selber sieht und mal auf die Kamera guckt, da kann das schon mal vorkommen, ne? Dass da irgendein Viech drauf ist. Oder jetzt hier bei dem hier mit dem Media-Mod, dass der Ton dann auf einmal nur einseitig ist oder so. Ja, das ist so kleine Tücken, die man hat und mit denen man dann leben muss, wenn man nach Hause kommt, sein Videomaterial sichtet und sagt, scheiße, kein Ton da oder scheiß Ton oder Fliege drauf, so ein Mist oder naja. Es ist, wie es ist. Ne? Man muss dann halt das Beste draus machen. Und bevor man aber gar nichts sende, sage ich mal, versucht man halt das Beste da noch rauszuschneiden und euch das dann zu zeigen. Und ja, so, ich würde jetzt sagen, ich fahre nach Ronnenberg, tanke die Karre erstmal, dann gucke ich, wer alles kommt und so. Und dann quatschen wir heute mal ein bisschen. Also es ist der Herbst gekommen, man sieht das an den Farben der Blätter. Wunderschönes Bild, richtig geil. Kündigt aber die beschissene Nichtfahrjahreszeit an. Also ich habe ganz Jahr Zulassung, das auf jeden Fall. Die paar Euros da zu sparen. Und dann ist im Januar, Februar doch richtig geiles Wetter, haben wir oft genug gehabt, oder im November. Wir sind sogar schon Touren im Dezember gefahren, wo das Wetter einfach geil war. Ich habe sowieso das Gefühl, der Winter verschiebt sich immer weiter ins Jahr rein. Wir haben im März letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr im März, war das vorletztes Jahr? Ich glaube vorletztes Jahr, wo wir so viel Schnee hatten nochmal. Ende Januar, Anfang März sind wir hier rodeln gewesen. Ja, und da können wir nachher mal ein bisschen drüber quaken, was kann man da beachten oder was macht ihr mit euren Maschinen oder so. Ja, kommt jetzt nicht von ungefähr, ich wurde auch gefragt, na, der Herbst kommt, was machst du? Da können wir nachher mal, wenn der Lars dann mit auf dem Ohr ist, reden. Jetzt erstmal zur Tanke. Und ihr schaut so lange das Intro, genau. Genau, okay. Thomas, ne, hier, heute hier in Ronnenberg, ne, wo bist du? Ja? Ich wollte mich jetzt nicht überraschen lassen, dass du dann doch da bist. Kleine Runde heute. Naja. Gut, dann geht's zur Weser. So, jetzt hat es leider doch nicht geklappt mit dem Verbinden von Lars seinem Gerät. Von seinem Gerät. So. Ja, wie gesagt, wir fahren zur Weser, da an so einem Biergarten. Mario fährt vorweg. Der kennt den Weg. Oh, mein USB-Stecker geht mal.
So, Alex ist noch gekommen. Ja, dann fahren wir halt mal mit Alex auf dem Ohr hier. Hallo Alex. Ich hatte Kai sich noch kennen. Ich hab einen Live-Standort in die Gruppe gesetzt. Da kann er sehen, in welche Richtung wir so fahren. Ja, genau. Ne? So, der Herbst ist da. Schön, ne? Ja, also ich mache an das Wetter hier, also ich hätte nicht gedacht, dass er noch 19 Grad hat. Ja, krass, ne? 21 zeigt er mir an. Ich muss gerade sagen, sogar 21, ja, ja. Ich glaube, gestern fand ich schon wieder fast zu warm. Aber windig ist es jetzt, ne? Muss man schon. Ja, gut, ist ein bisschen windig jetzt, stimmt, ja. Sag mal, zum Winter hin, was machst du mit deiner Maschine? Einmotten oder? Nee. Ja. Ja? Wenn gutes Wetter ist, dann nicht warm. Ich auch. Das wird kein Saisonkind sein. Nö, genau. So sehe ich das auch. Ja. Triffst du irgendwelche Vorkehrungen? Also ich mache ja immer jetzt komme ich nicht drauf, ne? Dieses Öl hier, mein Silikonöl, genau. Damit sprühe ich alles schön ein, reibe das alles ein. Ich habe ja schon diverse gesehen, die haben richtig viel so, dass das alles aufblüht, weil sie durch salzigen Wasser gefahren sind. Ja, und deswegen, also im Winter immer darauf achten, wenn man fahren möchte, trockene Straßen. Trocken und, ja, gut, das stimmt. Und nicht mehr dieser weiße Schimmer von dem Salz, falls es schon mal gefroren hat und die machen dann da den streuen Salz oder so. Da achte ich extremst drauf, dass ich nicht bei salziger Straße fahre. Ja gut, letztes Jahr war es da oder Anfang des Jahres, aber ich habe das dann gleich wieder danach. Okay, wie gesagt, darum mache ich ja, mit dem Silikonöl, ne? Das ist ja, hält auch ein bisschen ab, sage ich mal. Damit pflege ich alles und dann, wenn du doch mal in so einen Regen gekommen bist und du siehst, oh, die Straße ist ein bisschen weiß, dann gehst du sofort waschen, ne? So, ansonsten beachte ich im Winter auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Einfach nur bei trockener Straße, genau, bei trocken. Ja, genau. Aber hast schon recht, der Salz ist ja dann... ist aggressiv. Aggressiv. Du brauchst nur, weil die Teile sind alle gepulvert und du hast, warte mal, ich mache was so... Sonnenvisier auch ist schon unten, Alter, die Sonne ist echt kräftig. Die Teile sind ja alle nur gepulvert. Du hast so einen kleinen Steinschlag irgendwo, den du noch nicht so siehst oder so. Das Salz findet das, kriecht dir da rein und dann blüht das alles auf, ne? Ja, ja. Weil Salz und Aluminium, das ist ja, die mögen sich, ne, weißt du. Chemische Reaktion und dann war's das. Und ab wie viel Grad schaltest du deine Griffheizung ein? Also wenn du sagst, du hast sie jetzt schon ausgeschaltet, dann war sie an, ja? Die Griffheizung, hast du die angehabt? Ja, ja. Also wo ich hierher gefahren bin auf jeden Fall. Was, Alter, 20 Grad. Also bei mir Griffheizung, da muss es schon deutlich unter 10 Grad sein. Oh Mann. Hast du deine Rückleuchten zurückgebaut? Ja. Warum? Ja, mir gefiel das nicht so gut. Mit den LEDs da drin? Also mir gefiel das dann mit dem... Also so komplett schwarz, alles schwarz. Weil ich jetzt die einzigen... Dass die nur teillegal sind, ne? Die sind so, insofern sind sie legal, bis sich dann doch mal einer auskennt, ne? Also ich fand, sie waren schon so, jetzt sieht man deine Rückleuchten und jetzt, sagen wir mal, mit der Sonne hinten drauf hat man deine vorher, also die LEDs, hat man nicht so gesehen. Im Dunkeln dann wahrscheinlich schon wieder aber dein Rückfahrscheinwerfer hast du dunkel gemacht, ne? In der Mitte, der Rückfahrscheinwerfer ist dunkler. Aha. Ach du Fuchs, ja, dann hast du doch mit 99 Euro einen guten Kurs gemacht. Ja. Vertrau niemals einem Versicherungsvertreter. Die hauen einen noch übers Ohr, da. Also Wetter ist echt so göttlich, das gibt's doch gar nicht. Gestern hat es ja dann spät noch geregnet, spät Nachmittag, ne? Also in Gärden jedenfalls wurde es nass. Ja.
noch mal ein bisschen wechseln, weil wenn ich fahre, ich filme nur nach hinten. Okay. Er ist jetzt schon der Star hier. Also er ist der YouTube-Star. Ja, viele, die aber auch zu zweit fahren, die wollen gar nicht. Die quatschen dann untereinander und wollen gar nicht in so eine Gruppe rein. Mit dem Döner kannst du ja, wenn du einmal drückst, dann bin ich im Mesh. Wenn ich zweimal drücke, dann habe ich diesen Gegenstrich. Aber wir sind jetzt über Mesh verbunden, ne? Genau. Ja. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ja, Lars ist voll leise, ne? Hat er nicht mehr sein Durchgangsrohr drin? Das ist schon schön, wenn man das Ziel nicht kennt, also... Ja. Die hohen Töne höre ich. Die hohen Töne höre ich. Hast du es wieder gehört? Aber nimmst du jetzt den Ton mit der Kopfhörer auf oder ist das wieder? Ach, ja, ich verstehe das langsam selbst nicht mehr, wie das funktioniert. Nein, ich habe das jetzt gemacht, so wie wir im Harz gewesen sind, wo man euch ein bisschen im Hintergrund doch ein bisschen gehört hat. Also, diese ganze Kabellage, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war ein Kabelgewirr. Ich hätte den Helm wahrscheinlich auch zwei Nummern größer kaufen sollen dann. Damit das alles reinpasst und ich da keine Druckstellen am Kopf kriege. Jetzt habe ich über einen Y-Splitter ganz einfach zwei Mikros angeschlossen. Mein Rode-Mikro, was ja sehr gut aufnimmt. Das habe ich selbst unterm Backenfutter da seitlich. Und ich habe noch das so ein Lavalier-Mikrofon, was ich jetzt direkt an die Hörmuschel von dem 50C von Harman Kardon, die sind richtig laut, die übertragen das eigentlich ganz gut. Und dann habe ich da nochmal ein bisschen das abgeschirmt nach innen und außen, dass es wirklich nur so zum Kopfhörerteil hingeht. Und habe dann da nochmal ein Polster drüber gemacht. Also, und neulich habe ich das schon mal ein bisschen probiert mit Telefonieren. Da hat man echt gut gehört. Jetzt bin ich mal auf die Aufnahmen heute gespannt. Also der Ton war letztes Mal, ich meine, ich höre immer, das wäre immer im Fernsehen mit Kopfhörern, da ging es noch, ne? Aber ja. Wer das nur mit Lautsprechern hört, der hat das wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Ne? Sehe ich das, an der Kopf stand. Ja, deswegen hat er ja gesagt, dass auch ab und zu mal wer anders hinter ihm herfahren soll. Mal wechseln. Naja. Die hat sich gerade gefreut, Kundschaft, und jetzt fahren wir doch weiter. Ja, gut, ich bin auch. Ah, ist schon ein geiles Hobby. Vor allem der Vorteil ist ja, für jemanden, selbst wenn der anfängt, irgendwie sich so ein Ding holt, du bist ja immer im Gespräch. Also ich war dann einfach ja auch alleine da am Bieten. Da in die Schwester oder was weiß ich, wie das Ding heißt. Ja. Da kommen ja gleich so viele Leute auch, also an Zustellen, so viele Leute auch einen zu. Also da. Ja, wenn du allein, gerade auch wenn du alleine bist. Gerade auch wenn du alleine bist, dann kommen die eher auf dich zu und sprechen dich auch mal an, als wenn du in so einer großen Gruppe da bist. Ja. Naja, stimmt schon. Also vom Bild her auf jeden Fall so und ja, mal sehen, was Sena da noch bringt wegen der Tonsache. Ja, nochmal zu dem Thema, was du meintest wegen der Tonaufnahme. Also, wenn da einer eine App entwickelt, wo wirklich über Bluetooth vom Sena und von GoPro, egal was, die nur die Tonaufnahmen nimmt, dass du die hinterher drauf spielen kannst oder vielleicht Ton und Video aufnimmt auf deinem Handy. Die Speicher sind ja mittlerweile auch riesig, ne? Ja, das wäre so genial, ne? Dass du deine Geräte bündeln kannst. Ja, gut. Du, da habe ich ja kein Problem mit, wenn die Sena die Nebengeräusche nicht so abtöten würde, dass man deine Motorgeräusche und so wie es früher halt war, mit dem, was du hast da, ne,
oder so, da geht das ja alles noch. Aber das 50C, das hört sich alles an. Ich fahre, du hörst keinen Wind, kein gar nichts. Und das hört sich so nachgesprochen an, weißt du? Ja, ja. Und so hast du jetzt wenigstens die Motorgeräusche, ein bisschen Wind dabei. Ne? Klar, wenn ich manchmal höre, was Leute hochladen, übelst windlastig, das ist dann auch nicht so geil. Ne? Aber ja, es ist nicht einfach. Wenn man versucht, das alles so perfekt zu machen, dann stößt man schnell mit der Technik, die einem zur Verfügung steht, an die Grenzen. Ja, ja. Ja. Eigentlich, wenn du dich auch noch unterhalten willst und das auch noch alles gleichzeitig aufnimmt, ja. Wenn ich jetzt das Sena einschalte, die Kamera hier bei meinem 50C, dann ist das geil. Wir können ganz normal quatschen und es filtert ja die Geräusche so gut raus, dass du jetzt auch mit Leuten reden kannst, die mit einem offenen Jethelm fahren. Du hörst die Windgeräusche nicht. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum Sena das gemacht hat. Das ist schon geil, aber für Vlogging, also für Aufnahmen, so zum Fahren und so, um auch das Feeling so ein bisschen mitzubekommen, wenn der Motor brummt und so, das ist ja, ein Nachteil. Ne? Da sollten sie so eine Abstufung reinbringen, dass man das einstellen kann. Von stark ausgefiltert, mittel ausgefiltert und schwach ausgefiltert. Das wäre doch schon ideal. Ja, dann biete das doch an. Das ist ein gutes Gerät. Da kriegst du noch locker deine 200, 230 Euro für. Das ist echt ein gutes Gerät, das Evo. Und dann holst du dir das. Es gibt von Sena so ein neues Modell Spider. Das liegt, glaube ich, bei 200 Euro und hat Mesh. Das neue Mesh-System drin. Und da hast du, wenn du nicht filmen willst, ist ja, guck mal, schon alleine weil du eine Kamera dran hast, hält der Akku nicht so lange. Bei den anderen Mesh-Geräten, also bei den jetzigen neuen Geräten, 20S oder so, da habe ich den Akku nicht tot gekriegt. Da sind wir den ganzen Tag unterwegs und konnten quatschen. Ja, okay, stimmt. Ich habe die Kamera nur anfangs einmal kurz benutzt. Ja. Hier, wo wir nach Österreich waren, aber die Videos habe ich mir bis heute noch nicht angeguckt. Siehst du? Ja, wie ist das so? Ja. Die Arbeit und so. Irgendeiner ist immer dabei und filmt mal, ne? Uns ist doch so ein komischer Käfer gefahren oder irgendwas war das. So ein offener Wagen. So ein offener? Du meinst den Caddy, den Pritsche oder was? Ich stell mich rechts hin, damit er mich halt überholt. Er überholt mich auch. Ich fahre mir daher, schleppt er den Kühler hin. Was macht er? Den Kühler hin. Abgefallen, hinterher geschliffen. Was? Ich überhole ihn, ich mache her und sage, ey, du hinten dein Kühler, den schleißt du hinterher. Ja, überhol mal. Ich sage, nein, dein Kühler. Er hält sich jetzt ran. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schleife den ganzen Kühler hinter mir. So Mario, jetzt gucken wir uns deinen Beachclub an hier. Ja. Ist ja offen? Das sieht so ruhig aus. Das sieht schon mit zu aus. Ich hoffe jetzt, dass wir drücken hier schon. Gut, er nimmt jetzt hier den McDonald's, wo wir eben gerade vorbeigefahren sind. Ne? Ach, ist egal, fahr da einfach hin. Muss gleich bei der GoPro Akku tauschen. Habe ich wahrscheinlich nicht geladen. Aber habe ja einen zweiten mit. Ja, steht drauf, wegen einer Corona-Infektion da im Laden, deswegen ist der Laden geschlossen. Tja. Da hat jemand Schnupfen. Sind wir hier? In Hintertüpflingen. Keine Ahnung, wie das hier. Kein Plan. Ich bin nur hinterher gefahren. Keine Ahnung. So, das ist eigentlich der gleiche Weg zurück. So. Boah. Alex ist hochkonzentriert. So, dann hier bei Meckes in Rintel. Ja, Alex, ne? Komm gut nach Hause. Ja. Wir hören uns. Schön, dass du da warst.
alle da. So. Ja, Mitte Oktober, goldener Oktober. Nochmal richtig schön zu fahren hier. Ja, Alex ist ja jetzt weg, also darum auch keiner mehr auf dem Ohr. Und jetzt fahren wir nochmal, wie gesagt, eben zu so einem Segelflugplatz. Der Lars hatte das eben gegoogelt, als wir essen waren. Ist nicht so weit weg. Und ist es gerade Betrieb. Also die ziehen da wohl jetzt regelmäßig die Flugzeuge in die Luft. Und das soll man da wohl irgendwie von so einem Parkplatz aus wohl ganz gut beobachten können. Und da soll es sogar Kaffee und Kuchen geben. Ja, nee, essen nicht mehr. Kuchen. Obwohl so ein schönes Erdbeerkuchenstück. Nein, Kaffee. Wir trinken Kaffee. Gucken, dass wir auch nächste Saison noch in die Lederjacke passen. Nicht, dass es dann wieder heißt, so, uff, geht die Saison schon los? Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Man kriegt die Jacke nicht mehr zu. Wollen wir nicht. Ja, also auf jeden Fall wieder eine geile Tour. Alex war dabei, Lars ist dabei. Fahrwerkstrecke hier. Holger und Kerstin ist dabei. Johannes ist dabei. Mario mit Freundin ist dabei. Ja. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Immer wieder gerne mit den Jungs Touren zu fahren. Ah, da oben fährt die A2, also die fährt nicht, da oben ist die A2. Wie das aussieht, er lässt das Auto vor, dass wir zusammen sind. Ja, vorausschauendes Fahren. Gruppe zusammenhalten. Ist Lars ein guter Anführer? Ja, das macht er gut. Kann er öfter machen. Direkt vor der Haustür kann es schön sein. Rinteln ist ja jetzt nicht so weit von uns. Klein Bremen heißt das hier. Ich habe noch nicht gehört, gelesen. Aber bestimmt schon durchgefahren. Das Ding da kenne ich. Schon mal durchgefahren. Man achtet ja auch nicht immer so auf die Ortsnamen. Oh, hier. Noch ein bisschen neues Dächchen drauf machen. Es ist bröckelt auch schon so ein bisschen. ...800 Jahre gibt es den Ort. Laut Schild. Vielleicht ist das Schild aber auch schon 100 Jahre alt. Na, hier war irgendein Grubenbau. Segelflugplatz. So. Ja, den einen oder anderen haben wir ja gesehen, ne? Den Segler. Es geht so über Landstraßen Richtung nach Hause.
also in Innenrichtung. Hier, da stehen sie. Gerade aufgesetzt und schon stehen die Dinger, ne? Also lange Bremswege haben die auch nicht. Da kommt der nächste runter. Ein bisschen auf die Straße achten, wenigstens ein bisschen. Ja. Du bist noch zu viert unterwegs. Holger und Kerstin sind jetzt auch Richtung Heimat gefahren. Ja, und diejenigen, die sich noch angekündigt hatten, heute mitfahren zu wollen, ja, durften wohl heute nicht alleine zum Spielen raus. Naja, kann ja auch mal was dazwischen kommen, ne? Oberkirchen 5, na, wir mussten jetzt so eine Umleitung fahren. Ganz schön schmutzig. Naja, nicht unbedingt die Maschine, doch die auch. Ich brauche kein Navi. So, jetzt geht's nach Hause. Der Johannes fährt noch ein bisschen mit in die Richtung. Ich glaube so. Und die anderen sind ja hier aus Basinghausen. Nee, stimmt, Kohlenfeld. Kohlenfeld gehört zu Wunsdorf. Ja, das sind die von der anderen Seite der Autobahn. Ja, war schön. So, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ne? Mario. Ja, der Johannes ist Richtung Autobahn abgebogen. Der fährt wahrscheinlich Rest Autobahn. Okay, jetzt bin ich alleine hier hinter so einem Treckerkonvoi. Oh, Motorrad hier vorbeilassen. Jo. Und oh, voll die Autoschlange hier hinter. Ja, echt Pech gehabt an der Ampel eben, kam die raus. Da drüben ist Basinghausen. Wir sind gleich zu Hause. Ist nicht mehr weit. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video wieder gefallen hat, ja, gerne ein Däumchen da lassen. Liken, abonnieren, teilt den Kanal mit euren Freunden, dass wir das Hobby, wie gesagt, immer bekannter machen. Ja, ich bin raus. Ohne euch bin ich nichts. Nur zusammen sind wir Spider-Sven. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.